klassischer Freebeat mit. Integriert auch über das Service. Extrem individuelle Hook. Ja. Und nichts Neues hier, du kleines Lichtscheit, das in dem Schatten in ein Feuer wirft. An dem Bloody, der dich toll zerstört, ein inner Runde, nach welcher man in der Nacht nur noch dein Heulen hört. Deutsch-Raps, Kräuter führt vor der Handycam. Positive Punkte an dir kannst du nicht mal selber nennen. Unter deinem Video gibst du zu, dich zu schämen, aber nimmst dennoch am Turnier teil. Gute Idee. Runde 1 brettle ich den coolsten Namen der Welt, dessen Rap leider nicht mal meinen Arsch unterhält. Dessen Rap sich echt selber verarscht und zerfällt wie ein Chamäleon, das nicht mal seine Farbe verstellt. Dich Standard zu nennen wäre nett und übertrieben. Greift dir deine Mütze, lieber geh in einer Pfütze spielen. Du denkst doch nicht ernsthaft, du hast mit so einem Geflüster Siege. Der sei überflügelt, diese Krüppel, ich zerdrückte Fliege. Und der Erfolg ist kalt, alles ist voller Eis. Also feuerfrei, bis selbst der Teufel weint. Was du bis heute weißt, ist keine Neuigkeit. Du selbst ist mit Nase, du hast ja echt den allerheftigsten Namen. Klingt voll fresh, aber naja, da stellt sich die Frage: Was willst du, individueller Bastard, damit denn sagen? Ich bin individuell, du bist das Gegenteil. Liegt das an mir, dass ich das eher für etwas eklig halte? Und wenn du eher auf die Gesellschaft scheißt, du pubertärer Mongo, könnte das dann nicht eher Selbsthass sein? So sehr du dich als Antividuum gebärdest, deine Auffassung von Kunst ist eine auswendig gelernte. Die gedanklichen Leerstellen sind mit nichts verkleistert. Der Style ist sogar scheiße, wird man ihn mit meinem Schiss vergleichen. Deine dickste Leistung wäre gegen mich hier nicht zu weinen. Laber gar nicht erst von wegen, ich sollte die Frist verpeilen. Laber gar nicht erst von wegen, du hättest die dicksten Rhymes. Konzentrier dich drauf, dass du dich nicht zu sehr blamierst am Mic. Und der Erfolg ist kalt, alles ist voller Eis. Also feuerfrei, bis selbst der Teufel weint. Was du bis heute weißt, ist keine Neuigkeit.